Eine neue Woche mit Brisant und da beschäftigt uns heute das Sturmtief Victoria, das nicht nur den Norden Deutschlands, sondern auch die britische Insel Wales heftig durchgeschüttelt hat. Die Schadensbilanz gleich. Außerdem Feuertragödie in Mehrfamilienhaus. Eine ganze Familie wurde zerstört. Mutter und Tochter sind tot. Ein Kind schwebt noch in Lebensgefahr. Und ja, warum Elton John ein Konzert abbrechen musste und trotzdem von seinen Fans gefeiert wurde, heute in Brisant. Ich freue mich sehr auf Sie. Eine neue Woche mit Brisant. Schön, dass Sie bei uns sind. Knapp eine Woche nach Orkan Sabine, liebe Zuschauer, weht das nächste Sturmtief durch Europa und sorgt für Chaos. Besonders angespannt ist die Lage auf der britischen Insel Wales. Dort wurde die höchste Alarmstufe wegen lebensbedrohlicher Überflutungen ausgerufen. Ja, und auch in Deutschland war das Tief zu spüren. In manchen Regionen wütete der Sturm so schwer, dass auf einigen Schienen so gar nichts mehr ging. Also der Norden, der wird heftig durchgeschüttelt. Nikolai Hotsch ist auf der Nordseeinsel Helgoland für uns. Und wie man sieht, es windet da auch ganz schön. Ja, für welche Probleme hat denn das Sturmtief dort bei Ihnen gesorgt eigentlich? Ja, es gibt durchaus Vor- und Nachteile also. Und jetzt fragen sich durchaus viele, wie geht es denn jetzt weiter? Beruhigt sich das Wetter und wann fahren die Schiffe denn wieder? Dankeschön, Nikolai Hotsch, für diese Informationen von der Nordseeinsel Helgoland. Vielen, vielen Dank. Gleich bei uns in der Sendung, liebe Zuschauer, bis auf die Knochen abgemagert, verwahrloste Löwen in einem kleinen Zoo und wie ein Mann mit einer vielversprechenden Aktion jetzt versucht, die Tiere vor dem Hungertod zu bewahren, reden wir, wie gesagt, gleich darüber. Zuerst ins Sächsische, zunächst ins Sächsische Grimma. Dort hat sich hinter diesem hell erleuchteten Fenster hier eine Tragödie abgespielt. Mitten in der Nacht steht eine Wohnung in Flammen, darin eine Mutter und ihre Kinder. Rauch und Feuer müssen sich so schnell ausgebreitet haben, dass sich nicht mehr alle rechtzeitig ins Freie retten können. Und Stunden später wird klar, wie tragisch dieser Wohnungsbrand ausgegangen ist. Es ist ein Vermisstenfall, der die Ermittler seit einem Jahr bereits beschäftigt und der noch immer sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Dass ein Mensch einfach so vom Erdboden verschwinden kann, wie die damals 15-jährige Rebecca aus Berlin. Das kann und will man einfach nur schwer begreifen. Rebecca Reusch hatte im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers übernachtet. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht lebend verließ. Der Schwager wird festgenommen, freigelassen, kommt in Untersuchungshaft und wird schließlich wieder freigelassen. Und Rebecca bleibt trotzdem verschwunden. Löwen in der freien Natur Afrikas, ein Bild, was man erwartet, wenn man von diesen Tieren redet. Im Sudan, wo derzeit aber die politische Lage ziemlich instabil ist, die Menschen für Nahrungsmittel Schlange stehen und viel Geld ausgeben müssen, ist es eben auch um Löwen in Gefangenschaft schlecht bestellt. Wie um sie hier, Kendeka, eine Löwin, die in einem kleinen Zoo fast verhungert wäre. Zurück nach Deutschland und zu Tieren, die kein Glück hatten mehr jetzt. Am 14. Februar war ja Valentinstag, fast jeder kennt dieses Datum. Doch der 15. Februar ist ein Tag, der mindestens genauso präsent sein sollte. Da war nämlich internationaler Kinderkrebstag. Ja, und diesen Tag haben so einige Kinder genutzt, um etwas zu spenden, was sie immer bei sich haben. Ihre Haare nämlich, denn die bringen Geld. Aus den Haaren werden dann Perücken gemacht. Ein Aktionstag, bei dem wir dabei waren. Ist ordentlich was zusammengekommen. Kinder helfen Kindern. Mehr dazu auch auf brisant.de. Und da erfahren Sie auch, welche Krebsvorsorgeuntersuchungen Ärzte empfehlen. So, jetzt wird es prominent bei uns mit einem Konzert, das plötzlich ganz anders abläuft als erwartet. In Neuseeland haben sich tausende Fans auf das Konzert von ihm her, von Elton John, so gefreut. Und es ging auch mit Begeisterungsstürmen los, bis dem Sänger plötzlich Tränen in die Augen schießen. Er hat seinen Fans etwas zu sagen und eines wird schnell klar, dieses Konzert kann er nicht bis zu Ende bringen. Was da los war, jetzt. Ja, wir wünschen ihm auf alle Fälle gute Besserung von dieser Stelle aus. Lena Meyer-Landrut und Marc Forster haben wir noch getroffen. Nicht zu zweit, ganz romantisch, sondern bei einem Fotoshooting. Da standen die beiden aber so einige Meter auseinander. Nicht so wie hier auf diesem Bild. Damit man auch ja nicht die aktuellen Schlagzeilen um die Liebesgerüchte anheizt. Und trotzdem,
Oder vielleicht gerade deshalb wurde gemunkelt. Ja, wer weiß, wie lange noch. Die Bilder der Buschfeuer, liebe Zuschauer, in Australien sind ja wochenlang um die Welt gegangen. Und jetzt kommen gigantische Zahlen. Mehr als 12 Millionen Hektar Land sind verwüstet, etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands. Mindestens 33 Menschen kamen ums Leben, tausende Häuser wurden zerstört. Ja, und jetzt haben sich Musikgrößen wie die Band Queen mit Sänger Adam Lambert oder auch Alice Cooper zusammengetan, um ein riesiges Konzert zu spielen, um Hoffnung zu geben und auch Danke zu sagen den vielen, vielen fleißigen Helfern in dieser schweren Zeit. Nach Deutschland zurück. Fans der Serie Charité können es wahrscheinlich kaum erwarten, endlich wieder neue Geschichten rund um das berühmte Berliner Krankenhaus zu sehen. Gerade wird ja in Prag gedreht für die dritte Staffel. Und so einige neue Gesichter sind dabei, wie Nina Kunzendorf, Uwe Ochsenknecht oder auch Nina Gummig, die übrigens als Kind mal Kassiererin werden wollte, weil sie so eine schöne Spielzeugkasse hatte. Es ist dann aber doch die Schauspielerei geworden, auch gut. Und was haben andere Promis am Wochenende so gemacht? Jennifer Lopez zum Beispiel ist am Spiegel hängen geblieben, wie man sieht. Und weil sie das offenbar gar nicht so übel findet, was da zu sehen ist, schickt sie gleich mal ein Bild davon in die Social-Media-Gemeinde. Und noch mehr Promis im Netz jetzt. Stört ja auch wirklich so ein bisschen beim Küssen. Jetzt zu einem Mann, bei dem durchaus der Satz fallen könnte, was er nimmt. Das will ich auch. Herbert Köfer ist nämlich der älteste aktive Schauspieler der Welt. Er steht auf der Theaterbühne, macht Lesungen und auch sportlich ist er durchaus aktiv. Und das Beste, ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Tja, nicht mit 66 fängt das Leben an, sondern deutlich später. Was denken Sie, wie alt wird Herbert Köfer heute? Und das war's von uns. Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend und bis morgen, Punkt 17.15 Uhr. Machen Sie es gut. Ciao. Alles Gute auch hier vom Studio aus. Hugh Grant ist in Berlin für einen Job, mal abseits der Schauspielerei. Er beweist sein Talent als Moderator und wir werden ihn treffen. Dazu dann morgen mehr und das war's schon von uns. Jetzt kommt Wer weiß denn sowas? Heute mit Cordula Stratmann und Mike Krüger. Viel Spaß dabei und wir sehen uns morgen wieder, Punkt 17.15 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit dabei sind. Ihnen einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.